Seit wenigen Tagen ist es offiziell. Kronprinzessin Victoria und ihr Daniel erwarten im März 2016 ihr zweites Kind. Im Vorfeld gab es wilde Spekulationen um ein mögliches Babybäuchlein, bestätigen wollte es der Palast aber nicht. Diese Promi-Dame, Brisant-Moderatorin Mareile Höppner, ahnte aber schon vorher von der Schwangerschaft. Warum sie sich ziemlich sicher war, verrät die 38-jährige Bunte.de bei der Goldenen Henne in Berlin. Ehrlich gesagt weiß ich das schon lange. Ehrlich? Warum? Ich bin ja bei der Hochzeit von ihrer Schwester gewesen und da habe ich schon gesehen, dass sie keinen Alkohol trinkt und insofern war klar, dass sie schwanger ist. Und das war auch an der Garderobe bei der Hochzeit schon zu sehen und im Umgang, wie sie reagiert hat auf die Kinder, war das alles so. Wir waren uns alle sehr, sehr sicher. Insofern, ja, ich wartete eigentlich immer nur noch darauf, dass der Königspalast irgendwann bestätigt. Ob Victoria bei der Hochzeit ihres Bruders tatsächlich schon schwanger war und auch schon davon wusste, bleibt wohl ein Geheimnis. Doch ihr bewusster Alkoholverzicht deutet zumindest auf einen sehnlichen Babywunsch hin. Was Mareile im Juni schon ahnte, weiß nun offiziell die ganze Welt.